Ja, meine lieben Freunde da draußen, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play NHL 2015, das Freunde-LP. Ja, warum Freunde-LP? Ja, konntet mich ja jetzt beim letzten Spiel nicht hören, weil mein Headset mal wieder das gemacht hat, was es wollte, nur nicht das, was ich wollte. Deswegen hier nochmal so die kleinsten Infos, oder die gröbsten Infos, eher gesagt. Ich habe in Mannheim mittlerweile so viele Freunde gefunden und es ist einfach der absolute Oberknaller, was da abgeht. Also zwischen, ich weiß nicht, ob zwischen ganz Düsseldorf und zwischen ganz Mannheim, aber zwischen mir persönlich und Mannheim, was da abgeht, das ist unbeschreiblich geil. Und was ihr mir alles gegeben habt in der letzten Zeit, möchte ich euch mit diesem kleinen LP zurückgeben. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, das erste Spiel haben wir ja 2-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Da passt doch irgendwie, ne? So, das nächste Spiel ist gegen Krefeld. Also ich persönlich hasse Krefeld. Ja, ich hasse Krefeld. Gehört zwar zur DEL dazu, aber ich hasse Krefeld. Ob man damit jetzt Krefeld hasst, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber ist mir im Prinzip auch relativ. Man muss ja nicht alle dieselben Interessen haben, ne? Gut, also. Dann wollen wir mal starten. Ich kenne mich mit... Alter, Tor, nur ein Stern. Ich kenne mich mit der Mannschaft von Mannheim jetzt nicht hundertprozentig aus. Ich kenne zwar den einen und oder anderen Spieler vom Namen her. Zum Beispiel den hier, der sagt mir jetzt gar nichts. Oh Gott, ich glaube, ich kriege den Kopf abgerissen in der Adlergruppe. Gut, okay, ich glaube, wir fangen einfach mal an, bevor ich hier euch weiter noch ein Kotelett an die Backe labere. Und ja, bis gleich. Nun gut, es kann losgehen. Also ich habe immer noch keinen Plan, wie die Bullies hier richtig funktionieren. Aber solange ich die Tore hier schieße, ist das ja alles gar kein Problem, würde ich sagen, oder? Aber gegen Krefeld sollte man aufpassen, denn... Okay... Ah, schade, zu lasch gepasst. Ich versuche natürlich alles zu geben, damit ich den zweiten Sieg einfahren kann. Das macht irgendwie keinen Schlagschuss. Das war aber nicht nett. Okay, na dann wollen wir mal. Der Puck ist ein Tor. Zählt das noch? Schön wär's.
Ja, an dieser Stelle nochmal mal, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall, ja, fand ich es richtig cool, dass ihr den Pott geholt habt. Ich, mir fehlen gerade die richtigen Worte dafür. War auf jeden Fall eine richtig geile Saison von euch. Und mal gucken, ob ich euch das gleich machen kann. Wäre natürlich der Hammer. Na bitte, es klappt doch wieder mit einem Schlagschuss. Komm, deiner. Ah, lass den Puck doch da nicht liegen, Mann. Aber wir haben ja Endras im Tor, da passiert schon nichts. So war der Pass zwar nicht gedacht, aber... egal. Icing. 8 Minuten 14 Sekunden noch im ersten Drittel. Es steht noch 0:0. Und da hebt der Puck ab. Oh, Schüssikowski und so. Macht gut. Was? Endras, macht nicht wieder so spannend, ja? Ich bitte dich. Nein, im Moment schenken die sich alle nicht viel. Ah, schön. Ah, das gibt's doch nicht. Mann. Schieß! Ah! Mist. Aber die Chancen sind da. Doch keine Schlägerei. Och Mano. Ich dachte, jetzt könnte ich mal meine kleinen... Schlagkünste unter Beweis setzen. Aber leider nein. Den Ort. Autsch. Der war aber nicht ganz regelkonform. Lauf. Das war gerade eng. Letzte Minute im ersten Drittel. So, erste Drittel vorbei, es steht 0:0. Obwohl gute Chancen auf beiden Seiten waren. Ich bin gespannt, wie das Spiel endet. Noch keine Strafen. Tja, gestern Deutschland gegen Kanada. Ich glaube, da brauche ich keinen Kommentar abzugeben. Das spricht, glaube ich, für sich. Okay, auf geht's ins zweite Drittel. Ich freue mich ja jetzt schon, wenn die neue Saison anfängt und ich mit euch wieder Cola Weiß saufen kann. Schön.
Ach, schade. Zu fest gepasst. Nicht gut. Gar nicht gut. Was? Strafe? 2 Minuten? Oh, oh. 2 Minuten für Behinderung. Okay, Tore in Unterzahl, oder wie seht ihr das? Hä? Los, anfeuert! Ey, ey, ey! Da wurde der Pass abgefangen. Schön, Dennis! You can watch games for 10 years and not see a better one than that. Ja, ich weiß, Krefeld hat alle Bullies gewonnen, ich weiß. Oh, ho, ho, ho. So, jetzt aber. Au! Ich hab noch. Ah! Schade. Oh, das war ein schöner Check. Viertelstunde, 15 Minuten noch, Viertelstunde. Wer sagt denn immer Eis, okay, noch eine Viertelstunde. 15 Minuten noch im zweiten Drittel. Ah, das wird nicht einfach werden. Ich spiele übrigens auf All-Star und Hardcore-Simulation für die Leute, die sich dafür interessieren. Los, lauf! So, erneuter Angriff. Ach, Henk, warum hast du so lange gewartet, Mann? Das gibt's doch nicht. Das hätte das 1-0 sein müssen. Ah, nee, da musste der erst den Puck richtig annehmen. Den habe ich gerade schon drin gesehen. Egal. Weiter geht's. And they get it. Good strength on the tire. A neutral zone carry. Okay, das mit Tor in Unterzahl hat nicht wirklich funktioniert. Aber Mann, dann wieder im Angriff. Schade. Ja, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Laut Gerüchten soll ja nächste Saison wieder ein Sonderzug nach Düsseldorf stattfinden. Weiß da der eine oder andere was Genaueres? Der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Weil dann würde ich nämlich, so bekloppt bin ich nämlich, zu euch nach Mannheim kommen, um mit dem Sonderzug nach Düsseldorf zu fahren. Alter! Puh. 9 Minuten noch. Ich habe eine WhatsApp gekriegt. Okay. Das höre ich aber später. Ja, erstmal dran vorbeigelaufen. Schön!
Das gibt's doch nicht, verdammt! So viele Torchancen und keiner will da reingehen. So knapp, Freunde, so knapp, ey. Aber so wie ich Mannheim kenne, geben die nicht auf. Die kämpfen bis zur letzten Minute, was? Ah, schade, zu fest gepasst. Das gibt's doch nicht, verdammt nochmal. Abseits, abseits. Ja, interessiert den Schiri wohl nicht. Aber ich habe wieder alles unter Kontrolle. Ach, wieder zu fest gepasst. Aber ich habe noch. Ah, schade. Boom. Was macht Krefeld? Letzte Minute im zweiten Drittel. Krefeld im Angriff. Shit. Ich habe auch jetzt so lange kein Eishockey mehr gespielt. Schön, Dennis. Tja, zweite Drittel vorbei, steht immer noch 0-0 und die Chancen auf Mannheimer Seite, die sind zu Genüge da. Aber irgendwie fehlt dieser verkackte Abschluss. Nun gut, auf geht's ins letzte und entscheidende Drittel. Mit mehr Toren für Mannheim natürlich. Nein! Ich sehe nichts mehr. Jetzt wieder, gut. Das Bild war auf einmal weg. Och nö. Oh, ho, 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 ho. Es gibt, glaube ich, eine 5-Minuten-Strafe, so wie der dem reingegangen ist. Fünf? Was? Wollt ihr mich verarschen? Das war ich nicht. Zwei Minuten. Oh, oh, Freunde. Jetzt wird's kritisch. Jetzt, oh. Nein! Das Bild ist schon wieder weg. Mann. Ich hab ihn nicht mehr. So, und jetzt ab nach hinten. Schnell. Hohohohoho. Komm, 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 komm. Tja, sowas hätte man 2 Minuten wegen Torhüterbehinderung, ne? 15 Minuten, oder? Ne, 16 Minuten noch im letzten Drittel. Oh Gott. 4 gegen 3.
Andrus is in their heads now. They shoot the puck up high. He's ready for it. He erases that with a great glove stop. Ich werde gerade ein wenig nervös. Immer noch 4-3 in Unterzahl. Nein! Wo sind meine ganzen Leute? Raus da, raus da, raus da. Ah, das gibt's nicht. Verdammt. Oh, aus Unterzahl wird Überzahl, was? Boah, das Bild! Nein! Zwölf Minuten noch. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Shit. Der Krefeld kriegt genauso wenig was geschissen wie Mannheim. Das ist nicht gut. Normalerweise müsste auf Mannheimer Seite jetzt schon 3-0 stehen. Oder sonst irgendwann. Oh! Ah, das gibt's nicht! Sowas nennt man Abseits, Kollege, ne? 9 Minuten 38 Sekunden noch im letzten Drittel. Und es steht immer noch 0-0. Jochen, Hecht! Wir haben 8:43 und ich schreie schon rum wie sonst was, ey. Endlich! Endlich ist dieser Bann gebrochen! Ja! Oh, 8 Minuten 14 Sekunden jetzt durchhalten. Und die nächsten 3 Punkte sind im Sack. Jawohl, jetzt lübt es 2-0. Schön. Endlich ist der Fluch gebrochen. 5 Minuten 58 Sekunden noch im letzten Drittel. Es steht 2-0 für Mannheim. Nein. Oh Mann, Freunde, das tut mir voll leid. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Teilweise das Bild nicht zu sehen. Jetzt spielt die AFA Mediastation total verrückt. Es tut mir leid. So, wir haben noch 5 Minuten 22 Sekunden. Viel habt ihr, glaube ich, nicht verpasst. Und weiter geht's. 49.
So. Erneuter Angriff. Raus da. Oh, jetzt ist das Match schon wieder weg. Schade. Ich brauche definitiv eine neue Station, eine Familienstation. Ja. Letzte Minute im letzten Drittel, meine Freunde. Es steht 2:0 für Mannheim, für die Adler. Ah. Oh, das gibt's nicht. Boah, Wild, bleib doch mal da. Oh, knapp daneben. Komm schon, ein Empty Net, ich will ein Empty Net. Jawoll, 13-0 hier. Und Dennis Endras ist nach wie vor ungeschlagen. Ist das geil oder ist das geil, meine Freunde? Ist es Hammer. Boah, zwei Drittel lang, keine Tore. Das Bild verschwunden. Die AFA Media Station total verrückt gespielt. Jetzt das Bild teilweise wieder verschwunden. Krefeld hat zwar alle Bullies gewonnen, aber ich habe das Spiel gewonnen. Noch 0,7 Sekunden. Jawohl. Und der zweite Sieg, der ist mein. Oder unser, eher gesagt. Das Spiel, das LP ist ja für euch. Ich mache es ja nur für euch. Ich grüße alle aus der Adlergruppe mal ganz lieb an dieser Stelle. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn ihr mich vermissen solltet, abonniert meinen Kanal. Ja, ein bisschen Schleichwerbung darf man ja jetzt an dieser Stelle ja auch machen, oder? Ja, natürlich möchte ich den Sieg auf meiner Facebook-Chronik markieren. Hallo, ich habe mittlerweile so viele Adler-Freunde, die müssen das sehen. So, weiter. Die Three Stars. Jochen Hecht, ein Tor, ein Assist. John Reau. Ich kann ihn nicht aussprechen, den Namen. Ich sage jetzt einfach Reault. Der ist definitiv falsch ausgesprochen. Ich weiß das. Ein Tor, ein Assist und Dennis Endras. 100% gehalten und das schon zum zweiten Mal, meine Freunde. Ist das geil oder ist das geil? So, das nächste Spiel ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, gegen die Hähnchen. Ich mag keine Hähnchen. Zumindest die Hähnchen mag ich nicht. Aber in den Playoffs haben sie eigentlich recht gut gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das nächste Spiel ist gegen Iserlohn. Oh, beide zwei Siege. So, die Tabelle, wie sieht sie aus? Wenn ich mich richtig erinnere, war die DEG nach dem ersten Spieltag auf Platz 1. Wie sieht es jetzt aus? Hamburg auf Platz 1. Mannheim ist 2. Schön, Iserlohn 3, Köln 4, Berlin 5, Nürnberg 6, Augsburg 7, Düsseldorf ist nur noch 8er. Okay. Zwei Spiele, ein Sieg, eine Niederlage, okay.
Ingolstadt 9, Straubing 10, München 11, Schwenningen 12, Krefeld 13 und Wolfsburg weit abgeschlagen 14. Gut, meine Freunde, ich werde jetzt das Video rendern und dann hochladen und werde in der Zwischenzeit dann pennen gehen, weil wir haben es mittlerweile schon gleich 9 Uhr und ich habe es heute frei, aber ich möchte auch mal ein bisschen schlafen. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns. Ich will's hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ich vermisse euch alle so sehr. Also, bis dann, ne? Tschüss.